Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir ein richtig schönes Einsteigerrezept mit nur 3 Zutaten und was man dafür braucht und wie der nachher schmeckt. Ich zeige euch gleich, viel Spaß dabei. Ganz easy, wir brauchen 3 Zutaten. Und zwar als allererstes Käse, da habe ich Cheddar in verschiedenen Farben, du kannst aber jeden anderen Käse nehmen. Dann rohe, ungebrühte Grillwürste und 2 Schweinefilets. Dann habe ich hier noch Öl, aber Öl ist in dem Fall keine Zutat. Habt ihr nicht gehört, ist quasi fast nicht dabei. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein scharfes Messer und ein Brett. So, Vorbereitung ist total easy. Wir nehmen praktisch bloß ein bisschen Öl, machen das hier auf unsere Filets. Und dann flutschen wir die immer schön hier, bis die von allen Seiten schön angeölt sind. Dann haften die nicht so auf den Rost. Gehen wir ganz kurz, dann nimmst du ganz normal Pflanzenöl oder alles, was du da hast. Außer Motorenöl, die ist so ziemlich alles. Wenn es nur Olivenöl ist, dann ist halt nur Olivenöl. Hier drüben die Silberhäute, die können wir auch drauf lassen, weil wir es nachher in kleine Streifen schneiden. Da würde ich jetzt als Anfänger ja nicht anfangen, groß rumzupopeln. Wenn du selber natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung im Umgang mit Messern und mit Fleisch hast, dann kannst du die vorsichtig rausparieren, weil als Anfänger macht das nichts. So, und jetzt packen wir die erstmal diagonal hier auf den Rost drauf. So, und lassen die da einfach kurz ziehen. Rost ist gut vorher heiß, also halbe Kraft. In dem Fall sind sie zwar schon voll aufgedreht, aber der Grill brennt noch nicht so lange. Dann nach einer Minute drehen wir mal ein Stückchen weiter. So, ungefähr so hier. Und drehen die praktisch immer ringsrum, so lange, bis wir alle Seiten immer angegrillt haben. So, und wenn wir sie jetzt eh mal so ringsrum angegrillt haben, dann drehen wir sie einfach mal um. Zack. Und rollen die noch in die andere Richtung. So, kriegen wir. Und dann drehen wir hier immer weiter. Und dann siehst du schon, worauf wir hinaus wollen. Hier vorne hoch. Da kriegen wir dann ein wunderschönes Kreuzmuster ringsum gleichmäßig rum. Und damit sieht ein Grillanfänger immer gleich aus wie ein Profi. Und das dauert wirklich nicht mal eine Minute, weil wir wollen ja wirklich bloß draußen kein Branding dran haben und dann innen noch nicht garen. Und dann kann man immer schon mal weiter drehen. Ganz easy schnell. So sehen die Burschen aus und dann können die schon runter vom Grill. Und du merkst hier, da ist noch richtig Leben drin. Also die sind auf jeden Fall so weit, dass wir die jetzt schon essen können. Und hier haben wir das jetzt so eingestellt beim Grillen, wenn wir fertig sind, dass wir nur links den Brenner volle Pulle anhaben und rechts volle Pulle. In der Mitte machen wir die Brenner einfach aus und jetzt darauf achten, dass oben auch der Ablagerost schon drin liegt. Und dann kommen wir zu ein bisschen Geschnipsel, das ist nicht viel, aber ihr kriegt das hin, pass auf. Und dann nimmst du das Messer und fängst du ungefähr 2 cm von hinten an und schneidest das Ding auf, nicht durch, sondern nur ein. Wenn du das aus Versehen doch durchschneidest, ist nicht schlimm, dann ist das halt passiert. Und dann machst du unten einen Schnitt rechts drin. Und auf der anderen Seite, könnt ihr das erkennen? Da auch nochmal ein Schnitt. Das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Und habt ihr praktisch so schon mal vorbereitet. Dann nehmen wir eine so eine Grillwurst und drücken das Brett da raus. Legen das darauf. Und bei der Grillwurst kauft ihr am besten eine vernünftige. Eine, die euch schmeckt, eine ungebrühte. Und wenn sich der Wurstarm so ein bisschen wehrt, okay, dann kannst du den noch einschneiden. Hier und dann schließt du den so rum hier aus der Pelle. Auch das hier dann. Und ja, pro Filet so 1 bis 1,5 Würste, je nachdem wie groß die sind. So, und da kommt jetzt die gesamte Würzung her. Wir haben jetzt richtig kräftig gewürzte Würstchen und die geben jetzt praktisch das ganze Aroma auch in das Filet ab. Und dann haben wir das erste. Und mit dem zweiten machen wir das ganze genauso. Also im Prinzip nehmen, hier oben kurz davor anfangen, bis nach hinten einschneiden. Ah, das war nicht tief genug. So, dann einmal nach links schneiden. Dann kriegt man besser aufgeklappt. Einmal nach rechts schneiden. Und dann kann man da das Bratwurstbrät drin machen. Prinzip ist klar. So, dann ist top, wenn der Grill 200 Grad hat. Wenn er bloß 180 oder 220 hat, ist auch real. Und dann legen wir die Burschen jetzt hier oben in die Mitte, praktisch auf diesen indirekten Bereich, wo die Hitze nicht volle Pulle von unten kommt. 10 Stück noch ein bisschen davor, weil wir müssen nachher noch Käse drauflegen. Wenn wir jetzt zu weit hinten haben, dann verbrennen wir uns beim Käse die Hände. Das hält ein Stück weiter nach vorne und schließen jetzt für 10 Minuten den Deckel. 10-12 Minuten später, guck mal hier, sehen die Burschen so aus. Und naja, das sieht so schön nicht aus, aber alles sieht schöner aus, wenn man da mal ordentlich Käse drauf packt. Und das machen wir in dem Fall eh mal Käse rüber. Wenn ihr möchtet, könnt ihr unten mit Alufolie abdecken, dass euer Grill nicht so voll gesaut wird. Aber Lars muss gerade die Kamera halten, deshalb kann er gerade nicht widersprechen hier, das wird nicht anders machen, oder? Ja. Lars, wenn du das möchtest, kannst du gerne mit Alufolie noch abdecken. Ich will ja nicht der böse Bube sein, ne? So. Hier schön
hier mal eine ordentliche Ladung Käse auf, dass sie richtig schön anschmilzt, außen runterläuft und schön das mit Käse ummantelt. Mega. Und jetzt wichtig, jetzt nochmal Deckel zu für 10 Minuten. 10 Minuten später, guck mal, da sind sie. Mega, wa? Also runter damit und kosten. Ich habe noch ein bisschen Anheber-Petersilie rüber gemacht, zählt ohne zum Rezept, aber alles sieht schöner aus mit ein bisschen Petersilie. Wenn man sich mal genau anguckt, sieht man, dass durch die beiden verschiedenen Käsefarben, das so ein bisschen aussieht, als ob da eine Ei rüber gemacht hätte, ist aber nicht. Ist tatsächlich nur Käse. Und jetzt bleibt nur eins, klassischer Mittelschnitt. So, und so sehen die Burschen von außen, siehst du, wie der Saft rauskommt. Riecht hervorragend. Damit die Gabel hier fest. Nein, das war so eine Tranche ab. Huch, fällt ein bisschen auseinander, naja. Ja, im Mund kommt eh alles zusammen. Also, ein bisschen von dem Bret, Käse. Guck mal hier, Bret, Käse, dieses wunderbare Fleisch. Tropft wie ein Kieslaster. Super saftig und sieht total easy zu machen. Aber wir müssen ja kicken, was das ist. Also, auf euch, rin in die hohle Birne. Super saftig. Die Wurst hat schön den Geschmack abgeben an das Fleisch. Und Käse macht alles schöner. Super saftig. Schöne Röstaromen vom Angrillen dran. Genauso kann man machen und sieht natürlich super mega aus. Und ihr habt gesehen, 20 Minuten, vielleicht mit Vorbereitungszeit, 25 Minuten. Hast du was Leckeres auf dem Tisch? Ja, was soll ich mir sagen? Also, super leckere Sache. Mich würde freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Okay, so ein kleines Stückchen. Finde ich auch mega.